Hi ihr Lieben, mein Name ist Marian Schauten von Flowers bei Schauten. Und heute möchte ich langsam starten, die restlichen Kübel zu bepflanzen. Ich habe diese Heuschale mal einmal auf dem Flohmarkt gekauft. Und letztes Jahr hatte meine Mutter die vor der Haustür. Und dieses Jahr wollen wir die gerne bei uns auf der Terrasse bepflanzen. Dass es nicht immer nur einjährige Sommerblumen sein müssen, sondern dass man es auch wunderbar mit Stauden kombinieren kann, möchte ich euch gerne zeigen. Und ich zeige euch erstmal, was ich Schönes mitgebracht habe. Und dann läuten wir langsam den Sommer ein. Hängenden Rosmarin, dann habe ich hier einmal einen Feinstrahl, das ist eine Mini-Margarite. Dann habe ich hier einmal ein Sedum, noch einen weiteren Sedum, Levisia. Hier habe ich zwei Sukkulenten, die sind eher im Indoor-Bereich, einen alten Terrakotta-Topf, vielleicht irgendwie ein Stück Holz, ein paar Holzteile, Solarlampen, Tau, Steine, also um es ein bisschen dekorativ auszuschmücken. Und ja, ich habe die Schale immer schon ganz, ganz unterschiedlich beschmückt oder bepflanzt. Also auch schon mal mit Sommerblumen, mit Hornfeiche, mit Zwiebelgewächsen. Aber moin Teddy, wolltest du mir heute helfen? Ich möchte euch gerne zeigen, dass man auch Stauden wunderbar im Kübel integrieren kann. Das Tolle bei uns ist natürlich, dass wir die Stauden später auch im Garten pflanzen können. Und genau, die explodieren. Also ich möchte gerne so ein bisschen in Gruppen setzen, als ob es ein Stückchen Beet ist, und das bei uns auf der Terrasse integrieren. Die Schale an sich ist natürlich schon mega, mega schön. Und die haben wir wirklich, die haben wir seit 15 Jahren. Und die sind jetzt ein Vermögen wert. Also damals hat man die noch irgendwie für 30, 40 Euro schießen können. Und mittlerweile auch Zinkwand und so, da ist echt schon ein Preisschildchen dran. Wir haben immer so einen Hobbymarkt in Kloppenburg. Ich weiß nicht, seid ihr auch so kleine Schnäppchenjäger und guckt gerne. Ich finde es immer ganz, ganz toll, um alte Teile zu bepflanzen. Das gibt so einen gewissen Charme. So, ich werde das jetzt erstmal auffüllen mit einer schönen fluffigen, vorgedüngten Blumenerde. Ich habe hier in diesem Falle keine Drainage drin, weil die Schale recht flach ist. Und ich habe ein bisschen Folie reingelegt, um die Schale zu schützen. Sonst wird die wirklich recht schnell morsch. So, oder die hat schon ein bisschen gelitten, aber so ein Stückchen Folie oder so ein Müllsack hilft da auf jeden Fall. Ich mache das jetzt so ein bisschen locker und ich zeige euch, wie ich das gerne einpflanzen möchte. Also die Margarite, die wird recht groß, das ist eher so ein Gänseblümchen, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich einmal so Sedumpflanzen, die wären natürlich auch recht groß. Dann dachte ich, vielleicht noch mal so ein Rosmarin in so einem Topf mit einzuintegrieren. Man kann natürlich bei so viel Fläche sehr dekorativ arbeiten. Dann eventuell noch so eine Solarlampe, dann werde ich gleich noch so einen Terrakotta-Topf oder Kunststofftopf falsch rum reinsetzen, platziere ich auch. Und das ist auch mein Tipp, wenn ihr pflanzt, platziert das vorher, bevor ihr sofort loslegt. Dann wollte ich gerne noch ein bisschen Farbe mit reinbringen. Ich finde das hier, glaube ich, ganz schön. Aber auch Zimmerpflanzen eignen sich wunderbar, mal in einem Kübel einzupflanzen. Also es mögen die auch sehr, sehr gerne. Ich bin gerade am Gucken. Ich glaube, eine reicht mir. Dann machen wir hier nochmal das Gegenstück von der Gruppe mit ein bisschen Sedum. Und noch mal einmal die Margarite. Das reicht auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Schale ist schon wieder viel zu voll. Ich pflanze immer sehr, sehr floristisch. Also mehr ist mehr. Für mich muss das einfach für den Moment sofort schon gut aussehen. Und ich mag das gar nicht, wenn ich so lange warten muss. Man kann bei so einem Rosmarin oder allgemein bei den Kübelpflanzen ruhig die Wurzeln so ein bisschen auseinanderbrechen. Dann wachsen die einfach etwas schneller an und regt den Wachstum an. Und dass mehr sein kann, möchte ich euch gerne zeigen, weil diese Schale kommt auch bei uns auf der Terrasse. Schaut euch mal einmal die Tulpen an. Ich hatte das ja schon beim Gartenrundgang gezeigt, aber jetzt sind da sogar lila-gelbfarbige Tulpen und da passt die Schale natürlich super, super schön. Und das ist für uns so, wir werden morgens wach, ich trinke meinen Cappuccino auf der Terrasse und einfach nur bam, das freut einen richtig, richtig tüchtig. So, ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir schon die erste Kooperation gemacht haben. Das war mit Readly, das war für die Zeitschriften und ich möchte euch da gerne noch mal ein bisschen was zu sagen.
Der Kameramann und ich, wir hatten uns überlegt, wie können wir irgendwie was für einen guten Zweck tun, wie können wir Geld sammeln. Wir dachten erst, man macht mal einen Aufruf. Wir haben jetzt unterschiedliche Vereine, also einer liegt mir besonders am Herzen. Es wird wahrscheinlich die Kinderkrebshilfe sein. Da ist eine ganz tolle Vereinigung in Vechta. Mit denen haben wir gesprochen. Und deswegen machen wir auch diese Kooperation. Weil es ist einfach, muss man ehrlich sagen, natürlich ein bezahltes Video. Man kriegt noch mal ein bisschen extra Geld. Und das wollen wir gerne Ende des Jahres spenden. Aber wir finden es auch toll, wenn ihr euch integriert. Also es hat sich schon ein Verein in Kloppenburg gemeldet, die gerne darauf zurückkommen möchten. Aber wir möchten euch natürlich auch unterstützen. Vielleicht seid ihr auch ehrenamtlich irgendwo dabei. Und wir werden so auf jeden Fall ein bisschen Geld zusammen sammeln können, hoffen wir. Und dann Ende des Jahres bekannt geben, an welchen tollen Agenturen das dann gegangen ist. Also involviert euch gerne. Ihr könnt uns gerne mal eine PN schreiben, einfach über unsere E-Mail-Adresse. Und ich hoffe, dass ihr das ein bisschen duldet und uns dann natürlich unterstützt. Wir planen nämlich vielleicht am Sonntag noch mal was zu machen, aber da könnt ihr ja noch mal nachschauen. Und ja, jetzt wieder zurück zur Schale. Also ich pflanze jetzt die Pflanzen ein. Ihr seht, ich werde da gleich noch ein bisschen Erde drauf machen. Und dann werde ich das mit den Hölzern und so ausschmücken. Also ruhig etwas tiefer reinsetzen. Ich finde es ganz schön, wenn die Holzschale nicht komplett mit Erde bedeckt ist, sondern dass man noch den Rand etwas sieht. Ich breche immer alles so ein bisschen auf. Und hier müsst ihr einfach schauen, oder ein Kunststofftopf, der überbleibt, oder einfach einen Terrakotta-Topf mit einpflanzen, wo ihr dann schlussendlich so ein tolles LED-Windlicht mit integrieren könnt, damit das nicht so morsch wird. Dann passt sowas ganz gut. Vielleicht, dass ich da nachher noch ein bisschen mehr Erde dran mache. Ich würde sagen, ich tüdel noch mal ein bisschen, werde das eben einpflanzen und dann schauen wir uns gleich das fertige Endergebnis an. Willkommen zu meinem Lieblingsplatz, sprich meiner Lieblingswanne. Ich möchte euch ganz gerne erstmal zeigen, was ich hier gemacht habe. Dadurch, dass die Stauden ja alle noch nicht so sehr groß und interessant sind, ist es natürlich super, wenn man sowas Grünes wie einen Rosmarin reinpflanzt, eine Levisia mit reinpflanzt. Man kann arbeiten mit unterschiedlichen Abdeckmöglichkeiten. Man hätte auch Rindenmulch nehmen können, Muscheln nehmen können. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht sogar Tonscherben so ein bisschen mit reinsetzen. Aber auch durch diese Sukkulente wirkt es irgendwie doch interessant. Und da muss man mit etwas mehr Deko arbeiten. Ja, Lieblingsplatz war einfach nochmal so ein Stückchen Treibholz mit dem Spruch drauf ist. Nochmal die Solarlampe mit integriert. Finde ich das sehr, sehr schön. Es ist natürlich hier und da noch ein bisschen Erde sichtbar. Der ein oder andere stört es vielleicht, mich nicht unbedingt, weil ich weiß einfach, dass sich die Stauden und die Pflanzen entwickeln. Und wenn ihr irgendwie einen Kübel bepflanzt mit Stauden, das anfangs noch nicht so schön ist, vielleicht noch einen knochigen Ast mit reinsetzen. Ihr könnt da Tau zu setzen. Wichtig ist, dass man schaut, dass es einfach vom Stil so ein bisschen besser passt. Ich hätte hier schlecht Petunien zu reinsetzen können. Hätte ich, definitiv. Aber es hätte vom Stil her einfach nicht so gepasst. Aber so eine gräuliche Margarite wiederum, die würde schon sehr, sehr gut passen. Also so vom Stil her, die war mir jetzt einfach so ein bisschen zu groß. Also wenn ihr anfangt, eure Kübel zu bepflanzen, Sachen zusammenzustellen, einfach mal im Einkaufswagen ein bisschen mixen, mal dies dazu, das dazu. Man hätte auch noch ein Lavendel dazu setzen können oder ein Oregano. Aber ich finde es gerade mit den Fettpflanzen und den kleinen Margaritchen oder Gänseblümchen, wenn die aufgehen, sehr gut gelungen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, euch motiviert das, langsam sich vorzubereiten für die Sommersaison. Und ich wünsche euch allen eine schöne restliche Woche und bis bald. Tschüss! You wake up in the morning, put your coffee on, you stare out the window, pray that
kommt jetzt auf meinen Lieblingsplatz. Ja, wenn ihr auch auf eurem Lieblingsplatz sitzt und noch ein weiteres Video sehen möchtet, könnt ihr einfach hier unten klicken. Und wenn ihr richtig tolle Bepflanzungsideen sehen möchtet, all around do it yourself für den Garten und für den Indoor-Bereich, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.